Also, wunderbar. Ganz große Klasse. Ich möchte alle, die heute hier in dem Webinarraum sind, herzlich willkommen heißen und ich freue mich, dass doch so zahlreich die Teilnehmer erschienen sind. Und vielleicht für den einen oder anderen ganz kurz noch zu meiner Person. Die meisten kennen mich ja, trotzdem will ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Siegfried Schröder. Und ich bin schon wirklich tatsächlich seit mehr als 20 Jahren im Trading- und Internetbereich tätig. Und meine Interesse liegen vor allen Dingen in Projekten, die einen seriösen Hintergrund haben. Und die in der Kryptoszene allgemeingültig sind. Und wir wollen heute uns unterhalten über Bitcoin Mining. Und Bitcoin Mining ist ja ein Vorgang, den gibt es schon seit Jahren, eigentlich von Anfang an. Ohne Bitcoin Mining würde es Bitcoin nicht geben. Und wir stellen heute hier das Projekt Bitcoin Harvest vor. Bevor wir offiziell starten, möchte ich den Disclaimer noch kurz verlesen. Keine Angst, ich lese nicht alles vor hier. Ich bemerke Folgendes am Anfang, dass es sich also keine Finanz-, Handelsberatung, Anlage-, Rechts- oder sonstige Beratung handelt, sondern das sind Informationen, die wir zusammengetragen haben, unsere eigenen Erfahrungen. Und das ist auch ein Stil von mir, wenn ich ein Webinar mache. Und mit Sicherheit auch meine Partner, dann sprechen wir über das, was wir selbst machen. Nicht irgendwo über irgendwelche Folien, die da uns zugespielt worden sind, sondern da ist ein realer Hintergrund dabei. Das ist genau das, was wir machen. So, und da freue ich mich ganz besonders, wenn ich heute hier jemanden gewinnen konnte, nämlich den Nico, der sehr gut und sehr intensiv im gesamten Projekt drin steht. Den Nico habe ich kennengelernt, als ich vor 2, 3 Wochen, ist es wohl gewesen, in Dubai war. Und wir haben uns dort kennengelernt. Und wie es so halt ist, gibt es nicht nur einmal das Kennenlernen, sondern heute hier in dem Webinar das nicht bloß zweite, sondern das dritte, vierte, fünfte Mal. Und deswegen möchte ich ganz schnell dem Nico das Wort übergeben und er wird uns heute einiges von diesem wunderbaren Projekt erzählen. Nico, du kannst starten. Okay, danke Sigi für die schönen Worte, die Einleitung. Ja, auch nochmal von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle. Ich möchte vorab geben, ich bin kein Vertriebler, kein Vertriebsprofi. Deswegen, das ist einfach nur eine Informationsweitergabe. Ich sage immer, ich bin gerne Erfahrungsteiler, weil normalerweise teile ich die Erfahrungen mit meinen Freunden, Familienmitgliedern aus dem Ansatz heraus, denen Möglichkeiten zu zeigen, wie sie ihre Lebensqualität verbessern können. Weil ich bin selber 46 Jahre jung, bin seit 5 Jahren im Kryptospace unterwegs und ja, habe für mich entschieden, dass das einfach die ist, wenn man auf die richtigen Projekte setzt, sein Leben maßgeblich zu verändern. Die Problematik ist allerdings, Projekte herauszufiltern. Weil halt, wie soll ich sagen, nicht alle ehrliche Absichten haben, die Leute scammen, etc. etc., haben wahrscheinlich viele schon mal solche Erfahrungen gemacht. Ne? Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt, Erfahrungen teilt, um dann aus den gesammelten Informationen, die man zusammengetragen hat, bestmögliche Entscheidungen für sich und für die Menschen treffen kann, die einem wichtig sind. Also nur, dass das mal so als kleiner Hintergrund zu meiner Facette klar ist, dass ich jetzt kein Vertriebler bin, der irgendwo draußen rumrennt und irgendwelche Produkte anbietet. Das ist nicht meins. Für mich ist einfach so ein Vorbild, kennt wahrscheinlich fast jeder Robert Kiyosaki, bekannt geworden durch Rich Dad Poor Dad, durch dieses Buch. Und er hat es mal schön auf den Punkt gebracht: Buy producing assets, was so viel heißt, kauf irgendwelche Assets, die dir Geld generieren. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du es schaffst, nicht mehr selber deine kostbare Lebenszeit für Geld zu opfern, sondern das Geld für dich arbeiten lässt, dann kannst du frei bestimmen. So, und das ist der Hintergrund, warum ich denke, im Kryptospace sind die größten Möglichkeiten. Und über eine Möglichkeit unterhalten wir uns heute hier. Und das hat der Siegfried schon schön gesagt. Es geht um die Firma BitHarvest. Ja? Sigi, scroll das mal in der Folie. Das nächste bitte. Jawohl, geht los. Genau. Jetzt, ich denke mal, jedem ist das Wort Bitcoin bekannt. Nochmal
Kurz zusammengefasst, Bitcoin ist ja in aller Munde aufgrund dessen, dass es halt absolut Mainstream geworden ist. Es gibt die Bitcoin-ETFs, die jetzt vor kurzem gelauncht wurden. BlackRock, große Finanzdienstleister, große Banken kaufen Bitcoin für sich selber, für ihre Kunden, weil halt die weltweite Problematik des permanenten Geldgedrucks überhand genommen hat. Das spürt jeder selber, wenn er einkaufen geht, dass alles immer teurer geworden ist. Und die Inflation ist halt wirklich nicht mehr wegzureden, auch wenn unsere Politiker das gerne oftmals probieren, aber die Realität sieht halt ganz anders aus. Und da hat halt Bitcoin den Sprung von, ja, belachten Magic Internet Money zum großen, ja, Speicher eingenommen, muss man einfach sagen, ne? Weil Bitcoin, ihr wisst es alle, wird gemeint. Alle 4 Jahre gibt es dieses Halving, hochinteressant, und es kann nicht hergestellt werden. Geld kann natürlich in, ja, jeden Tag voller Höhe neu hergestellt werden. Das heißt, sie drücken auf den Knopf ein paar Einsen und Nullen und schon haben sie wieder ein paar Milliarden gedruckt. Und aufgrund dieser Einstellung, ja, sind wir halt dort, wo wir sind. Und deswegen ist halt Bitcoin jetzt so weit nach vorne geprescht, dass Bitcoin als 2.0 digitales Gold angesehen wird. Ne? Und ja, deswegen es gibt mehrere Möglichkeiten, Bitcoin zu bekommen. Man könnte einfach an eine Börse gehen, wie Binance, sich anteilig Bitcoin käuflich erwerben. Man kann auch durch Trading versuchen, Bitcoin-Bestände zu erhöhen. Allerdings ist Trading relativ schwierig und der Großteil der Masse wird beim Trading eher Geld verlieren als wie gewinnen. Das ist einfach so. Und ja, dann gibt es noch Bitcoin Mining. Aber Bitcoin Mining, also selber ein Miner zu sein, das heißt eine Anlage zu betreiben, ist ein großer finanzieller Aufwand. Du brauchst günstige Strompreise etc. etc. Das heißt, das gibt für den Otto-Normalverbraucher dann keine Möglichkeit, daran zu partizipieren. Bis vor kurzem, weil halt eine Geschäftsmöglichkeit sich aufgetan hat von der Firma BitHarvest mit dem BitBooster. Dann mal bitte das nächste Bild. So, das ist der BitBooster der Firma BitHarvest. Das ist ein, ich sage mal, USB-Device, einfacher zu verstehen. Und da ist eine Quantum-KI-Technologie drauf. Das heißt, das ist eine Software-Technologie, die das Bitcoin-Mining einfach zwischen 100 und 300% optimiert. Das heißt, die Rechengeschwindigkeit ist 70 Terahash pro Sekunde. Und das ist enorm. Für Leute, die jetzt technisch nicht so versiert sind, versuche ich das mal einem anderen Beispiel zu verdeutlichen, was das ist. Einer meiner besten Freunde hat eine, ja, Luxus-Tuning-Firma. So, und da gebe ich das aktuelle Beispiel, weil ein befreundeter Anwalt hat sich gerade einen Bentley Speed gekauft mit 659 PS. Vollkommen ausreichend, wunderschönes Fahrzeug. Aber mein Partner hat das Fahrzeug optimiert mit weit über 120 PS und jetzt braucht es einen anderthalb Liter weniger. Das ist eine spezielle Software, die er selber entwickelt hat. Das ist sein Geheimnis. Jeder, der das haben möchte, kann zu ihm kommen. Aber es wird halt nicht an andere weitergegeben, weil er hat das entwickelt, dort Herz, Schweiß und Geld reingesteckt und er weiß, dass es funktioniert. Und ähnlich ist es halt hier, dass auch die Firma BitHarvest sehr viel Zeit und Geld investiert hat in dieses Device. Und ja, jetzt gibt es halt eine interessante Möglichkeit, daran zu partizipieren. Und das würde ich mit der nächsten Folie mal verdeutlichen. Das, was Sie hier sehen, ist der Serverraum der Firma BitHarvest in Kuala Lumpur. Bei unserer, ja, geschätzten Freunde Mario und Mario, die waren die letzten 2 Tage in Kuala Lumpur in dem Office und haben dort mit den Verantwortlichen gesprochen, haben sich die Räume angeschaut und ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sammeln Informationen nach bestmöglichem Gewissen und dann bestmögliche Entscheidungen treffen zu können. So, und das Tolle an dieser Geschichte ist, dieser Bitbooster, der ist, wie soll ich es sagen, am besten ist, okay, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Okay, dann auf dem anderen Weg, der wird käuflich erworben. Ich gebe mal das Beispiel. Der kostet einmalig 1000 USDT. So, das heißt, mit diesem 1000-Dollar-Device ist ja immer die Frage des Kunden, was habe ich davon, wenn ich so ein Device kaufe? So, das, ich habe davon, dass der mir am Tag 3, 4, 5, 6, 7 USDT im Bitcoin-Wert meint. Deswegen nehme ich als Durchschnitt einfach 5 Dollar. So, das heißt 5 Dollar am Tag in Bitcoin, das heißt in Satoshis. So, wenn ich das hochrechne auf den Monat,
sind das einfach mal 30 mal 5 Dollar, sind einfach mal 150 Dollar. So, bei einem Investment von 1000 Dollar, wenn ich 150 Dollar rausbekomme, wenn der Bitcoin-Preis gleich bleibt, ich rede gar nicht von der Wertsteigerung, da bin ich bei 15% im Monat. Und das ist einfach mal ein, ja, extrem interessanter Betrag für mich, weil ich halt langfristig davon ausgehe, dass Bitcoin aufgrund der Popularität und ja, seiner Anwendungsvielfalt als digitales Gold langfristig steigen wird. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, das ist einfach nur mal ein Rechenbeispiel zum besseren Verständnis. Warum würde es keinen Sinn machen, einfach jetzt für 1000 Dollar bei Binance zum Beispiel Bitcoin-Anteile zu kaufen und sich in das die Trust Wallet zu legen? Weil, wenn ich für 1000 Dollar Bitcoin gekauft habe, habe ich es in Trust Wallet gelegt. Jetzt gehen wir mal davon aus, die nächsten 6 Jahre bis zum Jahr 2030, Bitcoin geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter und aus irgendeinem Grund wären wir im Jahr 2030 wieder bei einem Bitcoin-Preis von ungefähr 60.000, wie wo wir jetzt sind. Das heißt, ich hätte immer noch den Wert anteilig in Satoshi von 1000 Dollar in meiner Wallet. Hat sich nichts verändert. Okay, wenn ich aber 1000 Dollar in das Bit-Harvest, in das Produkt, den Bitbooster investiere, dann habe ich jeden Tag 5 Dollar bei gleichbleibendem Preis, 150 Dollar im Monat und das sind 1825 Dollar im Jahr. Wenn ich das bis zum Jahr 2030, also 6 Jahre nehme, habe ich rund 11.000 Dollar. So, das heißt 1000 Dollar versus 11.000 Dollar bei gleichbleibendem Preis. Und das ist extrem. So, und wir wissen alle, dass mit großer Wahrscheinlichkeit, ja, der Preis nicht bei 60.000 sein wird im Jahr 2030. Es gibt Menschen wie Cathie Woods von ARK Invest oder Michael Saylor, der ist ja als absoluter Bitcoin-Maximalist bekannt, von MicroStrategy Coins halten. Die reden von Zahlen von 1,5 Millionen pro Bitcoin. Jetzt bin ich mal da nicht ganz so optimistisch und sage einfach mal ein einfaches 10x von hier. Das heißt, wir sind nicht bei 60.000, sondern bei 600.000 im Jahr 2030. Das heißt, wenn ich für 1000 Dollar Bitcoin gekauft hätte und hätte es mir an der Trust Wallet gesichert, hätte ich halt aus meinen 1000 Dollar Investment 10.000 gemacht. Okay, ist nicht schlecht. Die Frage ist, was kann ich im Jahr 2030 in 6 Jahren noch mit 10.000 Dollar anfangen? So, wenn ich aber durch das Bit-Harvest-Produkt, durch den Bitbooster jeden Tag meine 5 Dollar bekommen habe, bei 110.000. Und das ist mal eine ganz andere Hausnummer. So, und das Tolle an dem Produkt ist, wir haben es ausprobiert, wir bekommen das jeden Tag ins Backoffice eingebucht, wir können das auch jeden Tag auszahlen, aber es macht natürlich keinen Sinn, weil wenn ich 2 Tage lang jetzt 5 Dollar bekommen habe in Bitcoin und möchte mir die 10 Dollar Wert in Bitcoin auscashen in meine eigene Wallet und habe vielleicht 8 Dollar Transaktionsgebühren, macht das wirklich keinen Sinn, weil dann halt bloß 2 Dollar ankommen. Deswegen, wir sammeln das. Oder wir als in unserer Gruppe haben das so beschlossen, dass wir das einmal im Monat auscashen, am Monatsende, schicken das in unsere Wallet und fertig. Und unterm Strich sprechen ja immer viele davon, okay, was ist das Risiko, etc. Das Risiko, unterm Strich, wenn ich 150 Dollar im Monat generiere, praktisch 15%, nach rund 7 Monaten habe ich mein Investment zurück. So, und das ist natürlich eine extrem interessante Geschichte für Leute, die halt im Kryptospace schon mal ein bisschen unterwegs waren. Weil der Unterschied ist, es gibt viele Projekte, wo halt auch Minter verkauft werden, wo dann ein Token hergestellt wird, der in der Zukunft mal irgendeinen Use Case haben soll, wenn das und das halt passiert. Leider ist es bei diesen Projekten oftmals so, dass die Leute viel Geld für Träume und Hoffnung bezahlt haben und zum Schluss der Token einfach alle wollen verkaufen und der Preis stürzt ins, ja, Bodenlose. Das ist hier nicht der Fall. Das Beste am Bitcoin ist halt auch absolute Dezentralität. Warum? Weil die SEC, das haben ja wahrscheinlich viele mitbekommen, geht immer mal hinter verschiedenen Projekten her, auch wenn es Ethereum ist oder Ripple, den Rechtsstreit haben vielleicht viele mitbekommen. Ist einfach so, dass es immer die Problematik sein kann, dass dieses Projekt eingestampft wird, weil es halt nicht wirklich dezentral ist. Es gibt immer ein CEO, es gibt immer einen Firmensitz und das gibt es bei Bitcoin halt nicht, weil Bitcoin bleibt halt immer Bitcoin. So, und das ist halt für mich ein Argument gewesen, zu sagen, okay, ich beleuchte das mal ein bisschen mehr und nehme das einfach als Diversifikation bei mir mit ins Portfolio rein, weil ein paar Bitcoins zu haben, glaube ich, ist nicht verkehrt. So, Sigi, mach mal die nächste Folie. Jawohl, geht aber gleich.
So, hier ist die Firma gezeigt von Bitharvest, sitzt in Kuala Lumpur. Und ja, ich und mein Freund, der Rico, mit dem ich das hier praktisch ein bisschen größer angeschoben habe, wir werden in 4 bis 5 Wochen selber nochmal nach Kuala Lumpur fliegen, um uns selber einen Eindruck von der Firma zu machen. Und jetzt kannst du eigentlich schon die nächste Folie machen, weil die zwei Partner und Freunde, die wir bei uns mit haben, Mario und Mario, waren jetzt die 2 Tage dort und haben sich einfach mal selber schon ein Bild gemacht, um wie gesagt alle Informationen zusammenzutragen und waren schlichtweg von der Sicht, Know-how und all dem, was sie dort gesehen haben, extrem begeistert. Weil es gibt dort die Möglichkeit, und das hat jeder Kunde, weil nach Abschluss eines des Kaufes bekommt man auch eine E-Mail mit einer Rechnungsnummer und auch mit einer Device-Nummer. Das heißt, mit einer eigenen Identifikationsnummer des Produktes. So, das heißt, man kann jederzeit nach Kuala Lumpur fliegen, sich dort anmelden und sagen, ich möchte bitte mein Device einmal sehen. Und das hat einer unserer Marios gemacht und hat sich im Surferraum genau sein Device zeigen lassen. Und sie haben vor seinen Augen das Device rausgenommen und bei ihm im Backoffice hat sofort aufgehört, die Terahash-Anzeige ist sofort auf Null runtergegangen. Das heißt, es wurde keine Rechenaufgabe für das Bitcoin-Mining gelöst. Es wurde wieder eingeplagt und es lief weiter. Also das ist wirklich phänomenal und ist nochmal ein Aspekt dafür, das wirklich live mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und ja, wie gesagt, ich mache mit Rico dort selber nochmal hin, weil ich möchte das auch selber für mich nochmal mit wissen, weil es gibt interessante Beispiele. Ab einer gewissen Größe macht es halt auch richtig Sinn, dort ja, etwas mehr zu machen. Und dazu würde ich halt im nächsten Schritt kommen. Ja, das ist nur nochmal eine Zwischenfolie vom Bitcoin, warum es so effizient ist und dass man es halt wirklich täglich auszahlen kann, auch wenn es jetzt aufgrund der hohen Transaktionsgebühren keinen Sinn macht, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit. Wir haben das schon probiert, es geht ruckzuck, also das ist wirklich auch sehr angenehm, wenn ich nicht hier 48 Stunden auf irgendeine Auszahlung warten muss. Ja, die letzte Folie, das ist der Punkt, warum das eigentlich auch ein interessantes Geschäft ist, wenn man es weiterempfiehlt. Warum? Ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein Vertriebler und ich ja, bin nicht derjenige, der irgendwo Produkte anbietet oder verkauft. Nur mit der Geschichte hier ist es halt ein bisschen anders, weil ich mich da mit Rico, wie gesagt, zusammengesetzt habe und gesagt habe, dazu, das ist mal wirklich ein interessantes Produkt, was für wirklich viele Menschen interessant ist, weil es halt über den richtigen Zeitraum läuft, extrem profitabel ist und für jeden einen Nutzen hat. So, und in der Hinsicht ist im Markt so fair abgebildet, dass man, wenn man dort eine nächsthöhere Stufe erreichen will, diese nur erreicht, indem man andere Personen auch in die nächsthöhere Stufe bringt. Kurz gesagt, für alle die im Vertrieb tätig sind, ist es einfach so, es gibt oftmals Programme, da setzt du dir wahrscheinlich, also so sollte es sein, hier 100 oder 200 Erstlinien oder Mindestumsatz oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie das alles ist. In dem System, das ist das, was mir sofort gefallen hat, erreicht man nur die nächsthöhere Stufe, indem man halt anderen auch dabei hilft, in die nächsthöhere Stufe zu bekommen. So, das heißt, wir bauen hier in einer Zweiermatrix verschiedene Menschen, die sagen, hör zu, ich möchte diese Information gerne weitertragen, einfach untereinander, weil es sinnlos ist, sich alles als Erstlinie zu setzen, sondern es anderen Menschen unterzuschreiben. Das heißt, ich selber auch, habe auch bloß 2 Erstlinien und aufgrund dessen, dass halt so viele Leute davon begeistert sind, bekommen halt hier auch Menschen schon Leute mit untergeschrieben und partizipieren da davon an der Masse der Leute, die hier halt mitmachen wollen. So, und das heißt, es ist dieses passive Einkommen, was mich fasziniert hat, das hatte ich am Anfang schon gesagt, weil hier gibt es auch noch eine Umsatzbeteiligung an dem Prozenten der Bitcoin-Mining-Erträge der Kunden. Das geht nicht vom Kunden ab, das wird von der Firma selber bezahlt. Und das Interessante ist, umso größer die Kundenstruktur ist und umso mehr Menschen man geholfen hat, damit Geld zu verdienen. Und ja, komme ich in die höchste Provisionsstufe und habe dann natürlich den größten Ertrag prozentual gesehen am Bitcoin-Mining. Und das Interessante ist, dass auch wenn keiner mehr ein Device verkaufen würde, was auch immer, Bitcoin-Mining passiert 24/7. Jeden Tag. So. Und das heißt,
mal passives Einkommen. Nicht so, wie das bei anderen Vertrieben gesprochen wird, wo du sagst, dann hast du das ein Leben lang, wie auch immer, ist hier in meinen Augen ein, aus meiner persönlicher Sicht, ein anderes Ding, weil halt Bitcoin Mining unabhängig von persönlichen Einsatz läuft. Egal, ob jemand nochmal was verkauft oder nicht, der Bitcoin wird gemeint und prozentual bekomme ich dort eine Beteiligung auch an den gesamten Erträgen der Kunden. Und das aber halt im höchsten Prozentsatz nur, wenn ich anderen dabei helfe, auch hier erfolgreich zu werden. Und das, muss ich sagen, hat mir irgendwo gefallen. Und deswegen habe ich mich halt auch bereit erklärt, hier mal darüber zu sprechen, obwohl ich ja eigentlich überhaupt nicht aus dem Vertrieb komme. No. So, also das ist es kurz zusammengebrochen. Ihr seht hier den Marketingplan. Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil es gibt 1000 Rechenbeispiele und ich möchte halt, wie gesagt, gar nicht reich rechnen. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich möchte einfach nur sagen, es ist ein sehr fairer Marketingplan gegenüber vielen anderen, was mir zugetragen wurde. Und deswegen, ja, kann man sich das dann in aller Ruhe in der entsprechenden PDF-Datei anschauen und für sich entscheiden, ist das was für mich, was ich machen möchte oder nicht. No? So, das ist es eigentlich so ganz kurz von meiner Seite. Gibt es von deiner Seite irgendwas? Wahrscheinlich sind im Chat irgendwelche Sachen mit drin. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen, Nico, so wie wir es auch ausgemacht haben, dass ich jetzt, nachdem du durch bist und wir auf die Fragen dann eingehen können, ich mal ganz kurz, wenn es gewünscht ist, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, mein Account zeige. Ich bin seit 2. Mai dabei und mein Account nicht, um hier rumzuprahlen, sondern einfach so, dass ihr mal so einen Überblick bekommt, was da so alles abläuft. Ist das recht so? Ja, mach das. Ne? Dann kannst du den Ja? Leuten mal Okay. Backoffice zeigen, wie das bei dir aussieht, was da die Erträge sind, damit man das halt auch wirklich mal live 1:1 sieht. Du hast ja die Technik. Ne? Okay. Mal sehen, ob das jetzt geklappt hat. Ob. Sieht man das jetzt? Ja, okay. Man sieht ja um meinen Namen stehen und sieht auch die Zahl 166.000, Entschuldigung, 166 Dollar. Und ja, seit 2. Mai bin ich dabei. Das Ergebnis, wenn ihr die Zahlen vorhin verfolgt habt, 5 Dollar pro Tag, weil, ja, das sind 6 Tage, müsste hier 30 stehen. Ja, ich habe ein Team aufgebaut in dieser ganz kurzen Zeit. Und es klingelt eigentlich jeden Tag, sage ich jetzt mal so, die Interessenten, die sich da hier bei mir melden. Und das ist einfach das Ergebnis. So, und das will ich auf alle Fälle nochmal zeigen, den Booster. Das ist das, wovon der Nico gesprochen hat. Das ist mein persönliches Gerät, mein Booster. Und mir wird hier angezeigt, meine Hashrate. Und ihr seht ja, die Zahl, die tut sich ständig ändern. Die schwankt also rund um die 70. Das ist das, wovon gesprochen worden ist, diese 100- bis 300-fache Effektivitätssteigerung. So, und das ist auch genau das, was der Mario dort vor Ort gemacht hat. Er hat sein einfach rausgezogen aus diesen Rigs, das nennt man so, das ist das, mehr oder weniger das Gestelle, so will ich es einfach mal bezeichnen, wo die einzelnen Booster reingesteckt werden. Er hat das rausgezogen, sein Gerät, und bums, war es so, dass hier nichts mehr angezeigt worden ist. Null. Also, wenn hier null steht, dann ist mein Booster nicht in Aktion. Und das läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das ist genau die Bestätigung, das, was der Nico hier gesagt hat. So, mehr würde ich hier an der Stelle nie unbedingt zeigen wollen. Ich kann nur eins garantieren, dass, nachdem ich das wirklich beobachtet habe, ja, es funktioniert einfach. Es funktioniert. Es muss man auch noch dazu gesagt werden, wenn man die Zahl hier verfolgt. Ich bin mit 3 Geräten eingestiegen und das will ich auch noch erwähnen. Der Nico hat erwähnt, ein Gerät, also ein Booster. Aber es besteht auch die Möglichkeit mit 100 Dollar. Da ist man natürlich anleihmäßig, ne? Ein Zehntel beteiligt. Aber wer jetzt sagt, okay, 1000 ist mir jetzt einfach
Machbar, da kann auch mit 100 einsteigen. Das gehört einfach der Vollständigkeit halber noch mit erwähnt. Okay, wenn da es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich die Freigabe hier an der Stelle stoppen.